Hallo Freunde, 1,2 Milliarden, das ist in etwa die Anzahl der Arten, die derzeit von Wissenschaftlern erfasst wurden. Wenn man bedenkt, dass all diese Kreaturen von der Natur geschaffen wurden, beginnt man unwillkürlich zu vermuten, dass die Natur der Künstler mit der lebhaftesten Fantasie aller Zeiten ist. Nur der Mensch kann mit der Natur konkurrieren, denn wir haben unzählige Hunderassen, Katzen, Lamas, Schafe, Kühe, Tauben und so weiter erschaffen. Die Liste geht immer weiter. Heute erzählen wir dir von den 5 ungewöhnlichsten Hunderassen, die Natur und Mensch geschaffen haben. Lasst uns loslegen. Bedlington Terrier. Wir würden dir gerne erzählen, wie und warum diese ungewöhnliche Hunderasse entstanden ist. Aber leider gibt es nicht viele Informationen. Es ist nur bekannt, dass sie vor etwa 200 Jahren im Vereinigten Königreich erstmals erwähnt wurde. Damals waren die Bedlington Terrier unter einem anderen Namen bekannt, Rothbury Terrier. Diese Hunde, die hauptsächlich im Dorf Bedlington im Northumberland County gezüchtet wurden, waren die Lieblingsbegleiter der nördlichen Bergleute. Sie wurden dann als Jagdgefährten eingesetzt und nahmen natürlich auch an Hunderennen teil. Übrigens sahen diese Hunde nicht immer so ungewöhnlich aus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen sie an Ausstellungen teilzunehmen. Damals wurden die Haare der Hunde geschnitten und gefärbt, um die Chancen auf den Sieg zu erhöhen. Allmählich wurde diese Verschönerung zur Gewohnheit und zum Standard der Rasse. Die Tradition des Hundefärbens hat glücklicherweise bis heute nicht überlebt. Heute wird diese Hunderasse nicht höher als 41 cm. Wegen ihres dicken, flauschigen Haares vergleichen viele Menschen Bedlington Terrier mit Schafen. Aber trotzdem hat der Hund ein Löwenherz. Er ist mutig und wenn man den Hund nicht trainiert, kann er sogar aggressiv sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Rasse eine der treuesten und seltensten der Welt ist und auch bei den Aristokraten eine große Nachfrage genießt. Puli. Alles an diesem Hund ist ungewöhnlich, vom Namen der Rasse bis hin zum Aussehen. Einige Leute werden dir wahrscheinlich sagen, dass wenn dieser Hund für eine lange Zeit stillsteht, man ihn nicht bemerkt und denkt, dass er ein Haarhaufen ist. Aber hör nicht auf sie. Sie liegen falsch, denn ein Puli bleibt selten lange still. Schließlich ist es ein Schäferhund, der ohne ständige Bewegung einfach nicht leben kann. Puli erschien im Mittelalter und ihre Heimat ist Ungarn. Da er gemeinsame Wurzeln mit den tibetischen Terriern hat, wird angenommen, dass die Vorfahren der Rasse zusammen mit Nomadenstämmen nach Ungarn kamen. Irgendwo unter dem Haufen dicker und langer Wolle, die sich leicht von selbst verheddert, befindet sich ein Hund, der nicht größer als 45 cm ist. Puli sind schwarz, grau, weiß, haben vielleicht rote Flecken, aber alle sind charmant. Dies ist ein sanfter Hund, gehorsam und sehr intelligent. Die erstaunliche Wolle schützt diese Hirten vor Kälte, Feuchtigkeit und Raubtieren und lässt sie sich auch in der Schafherde verstecken. Borzoi. Während einige Hunde gezüchtet wurden, um beim Weiden von Rindern zu helfen, hatten andere eine andere Berufung, die Jagd. Russland gilt als Heimat dieser besonderen Windhunderasse, die jahrzehntelang mit Blut von englischen Windhunden, Hortaja-Windhunden, Bergwindhunden und Krim-Windhunden perfektioniert wurde. Das Ergebnis ist der Hund, den du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Jeder Teil seines Körpers, so scheint es, hat sich entwickelt, um eine große Geschwindigkeit zu entwickeln und seine Beute für eine lange Zeit zu verfolgen. Er ist ein großer Hund, bis zu 86 cm groß, aber sehr elegant, kräftig und stark. Sie können beim Laufen eine Geschwindigkeit von 90 km pro Stunde erreichen. Menschen, die die Möglichkeit hatten, diese Hunde auf der Jagd zu beobachten, sagten, dass diese Hunde nicht laufen, sondern fliegen. Ihr Sehvermögen und ihr Gehör sind sehr entwickelt. Ein Hund wie dieser kann einen Hasen sehen, der in einer Entfernung von mehr als 800 Metern läuft. Dies natürlich bei der Jagd auf offenem Gelände. Und egal wie sehr wir diese Windhunde mögen, sie haben leider einen Nachteil. Sie sind aggressiv gegenüber anderen Tieren. Aber es gibt nichts Überraschendes daran. Merle Pitbulls. Am Anfang dieses Videos haben wir erwähnt, dass wir die Hunde zeigen würden, die von Mensch und Natur geschaffen wurden. Viele Hunderassen wurden vom Mensch erfunden. Manchmal jedoch spielt die Natur sozusagen mit Tieren und das Ergebnis sind diese ungewöhnlichen Hunde. Du hast wahrscheinlich schon bemerkt, dass es sich hierbei um Pitbulls handelt. Aber schau dir ihre ungewöhnliche Farbe an. Diese Rasse ist als Merle bekannt und wurde weltweit verboten. Tatsache ist, dass diese gefleckten Hunde geboren wurden, wenn ein unvorhersehbares Versagen in der embryonalen Entwicklungsphase des Fötus auftritt. Die Haut wird, anstatt eine einheitliche Farbe zu haben, gefleckt. Aber warum ist es illegal? Es stellt sich heraus, dass im Embryo gleichzeitig mit den Zellen des Nervensystems Pigmentzellen gebildet werden. Das bedeutet, dass das Versagen wahrscheinlich mehr betrifft als die Haut des Hundes. Dieses Tier kann psychologische, neurologische und immunologische Probleme haben. Double Merle Australian Shepherd. Aber nicht nur Pitbulls können die Farbe Merle haben. Manchmal werden auf diese Weise französische und englische Bulldoggen geboren, ebenso wie australische Schäferhunde.
Allerdings halten nicht alle Züchter einen Welpen, der mit der Merlefarbe geboren wurde, für ein Problem. Einige Leute beschlossen, zwei dieser Hunde zu paaren, um doppelte Merlewelpen zu bekommen. Ihr Haar ist weiß mit vereinzelten Farbflecken. Die Augen haben eine erstaunliche blaue Farbe oder wirken transparent. Kaum einer wird bestreiten, dass die Doppelmerle sehr hübsch sind. Für dieses ungewöhnliche Erscheinungsbild gibt es jedoch einen Preis zu zahlen: Blindheit und Taubheit. Dies hindert die Menschen jedoch nicht daran, diese Haustiere anzunehmen und ihnen Liebe anzubieten und ihnen verschiedene Befehle zu erteilen. Das ist eigentlich alles für heute. Eigentlich konnten die Menschen eine große Anzahl ungewöhnlicher Hunderassen kreieren, die wir dir gerne auch zeigen würden, aber wir haben nicht so viel Zeit. Also, wenn du ein zweites Video willst, sag es uns in den Kommentaren. Das ist alles für heute. Bis bald!